Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem True Farming Kanal. Ja, wir sind jetzt unterwegs, beziehungsweise wir wollen unterwegs sein, und zwar fahren wir zum Bauhof, weil die bekommen einen kleinen Bagger, wie ihr seht. Was ich allerdings irgendwie ein bisschen merkwürdig finde, weil eigentlich sollte ich da ja Fahrzeuge wegholen. Naja, also machen wir das so. Ich bringe den Bagger da runter und hole Fahrzeuge ab. Mal gucken. Auftrag vom Bürgermeister muss ausgeführt werden. Ist halt so. Wird gemacht. Also gut. Den fahren wir jetzt erstmal schön dahin. Und dann gucken wir mal, was da so los ist. Oh. Schön, herrlich. Ach, mal wieder so ein bisschen fahren. Ach, ich vermisse es, ehrlich. Ich vermisse es. So, ey, oh, ioioioioioioio. Das wäre ja fast noch ein Wildunfall gewesen. Ah, guck mal. Der Herr Schütte. Hoffentlich haben sie die Schlüssel noch drin gelassen. Dass ich die Fahrzeuge auch da wegkriege. Oh. Hallo? Hallo, der Huber hier. Hallo? Ich habe eine kurze Frage. Ist unser Bagger schon geliefert worden? Da bin ich gerade bei. Ja, der kommt mit abgeholt. Ach so, der wird abgeholt. Der Herr Rosenberg kommt den abholen, ja. Der Herr Rosenberg kommt den abholen. Ja. Ach so, ja, weil wir dachten jetzt, weil ich, das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, aber ich sollte halt Fahrzeuge vom Bauhof wegnehmen. Ja. Und da dachte ich halt, ich nehme den Bagger direkt mit, weil der ja zu euch sollte. Ja, nee, nee, darf ich schon verstehen. Was bleibt da stehen? Er bleibt schön da stehen, wo er ist. Also muss ich Hinten den im jetzt wieder Bauhof Revier. zurückbringen? Da, wo er stand. Da, wo er stand. Okay, da bringe ich den wieder Hallo zurück. Job. Ich hoffe bei euch in der Halle. Ja, gut, okay. Ah, hallo. Oder hast du was jetzt hingestellt? Nö, der steht hier noch auf dem Tieflader. Der Bei ist jetzt euch? bei euch am Bauhof. Als bei uns im Bauhof. Dann kannst du das dann schön da hin. Okay. Ich dachte schon, letzten woanders hingebracht. Nein, 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 nein. Also komischerweise kommt der Bagger zu euch zum Bauhof, aber dafür nehme ich andere Fahrzeuge wieder mit. Ja, das ist auch gut. Und nimmst ihn jetzt mit. Was ich Nimmst du den mitnehme, mit? muss ich mal gucken. Ich muss mal gucken. Ja, irgendwas. Ich soll hier auf jeden Fall abspecken. Hier sollen Fahrzeuge weg. Geräte, Fahrzeuge, soll alles ein bisschen abgespeckt werden. Junge, wenn du nicht bald aufhörst, dann sind deine Augen bald so blau wie euer Kennzeichen. Ich kann doch auch nichts dafür. Es ist Auftrag vom Bürgermeister. Ja, der ist sie da. Kannst stehen lassen. Willst du wirklich? Du warst immer sympathisch, Jupp. Aber ich Aber du spielst will die hinterher Anfänger. keinen Ärger kriegen, wisst ihr? Ich mache doch auch nur das, was mir gesagt wird. Ja, glaube ich dir. Aber klauen wir nicht Mann. alles, wir müssen ja arbeiten. Ja, klar müsst ihr arbeiten. Ihr könnt ja auch noch arbeiten. Und du musst alles mitnehmen im Urlaub. Nein, alles mitnehmen mache ich ja nicht. Es soll ja ein bisschen was soll weg. Zweifel kannst du den Passat mitnehmen oder, naja, gut, nee, den Gewichtsklotz brauche ich noch. Den Passat mitnehmen. Ja gut, dann nehme ich auf jeden Fall erstmal Passat mit. Also wenn ihr Ja. sagt, das ist okay. Ja, dann hast du uns was getan, weißt du, dann kann dir keiner nachsagen, dass du nichts getan hast. Ja gut, das stimmt. Warum fahrt ihr nicht blaue Kennzeichen? Frag mich nicht, hab ich nicht bestellt. Weiß auch nicht, warum der blau ist. Also Okay. das.
Naja. Ah, da mal ran an die Arbeit. Wollt ihr selber runterfahren? Also, weiß ich ja nicht, Erik, hast du noch was sonst? Nö, ich habe nichts mehr. Wenn der Bagger zersteht, wenn er Ja, ständig bei der steht uns jetzt dann steht, hier am ist. Bauhof. Ja, wunderbar. Okay. Dann kann man direkt auch bei uns aufladen, dann kann er gleich abgeholt werden. Ja, okay, Ja, super. wunderbar. Alles klar. Alles klar. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Nö, kannst du schön selber runterfahren. Wofür wirst du denn bezahlt, Ja, ist ja gut. Jupp? Mache ich ja schon. Kein Problem. Das kriegen wir alles hin. Ja, ich guck mal. Passt. Ah. Ja, lass erstmal da stehen. Wir verladen ihn gleich weiter. Ja, warte, ich muss ja erstmal Platz machen, damit ich den Passat da drauf kriege. Das ist aber auch eine enge Kiste, Mensch. Kommst du da raus oder soll ich den LKW vorfahren? Ah, okay. Ups, Lackkratzer. Ach, das macht nichts. Soll sowieso alles verkauft werden, also. Dankeschön. Jo, glaubst du, das passt da mit dem Passat? Auf dem Tieflader? Ja. Ja, ich hoffe es. War ein kleiner Wortwitz. Passt da, Ha! Passat. Ach so. Ich verstehe. Ah. Und komm ja nicht auf die Idee, nochmal wieder zu kommen und mein Stapelschipper anzufassen. Dann ist aber. Warte mal, ich guck mal eben auf die Liste. Doch, ja, doch. Stapelschipper steht aber auch drauf. Junge, dein Spiegelbild fragt dich dann, wo du deine blauen Augen her hast. Das will er im Spiegel nicht ansehen, das Elend. Ja, aber ich kann doch nichts dafür. Müsst ihr euch an den Bürgermeister wenden? Dann würde ich da aber mal Theater machen bei dem. Das mache ich aber auch, das glaubt man. Wenn er denn irgendwann mal wieder auftaucht. Ja. Ja gut, okay. Ich mache mich dann erstmal wieder. Jo. Ja, ich wünsche einen schönen Tag. Ja, danke. So schön wird er jetzt auch nicht mehr. Entschuldigung. Ja, einfach hier noch mit Fahrzeuge mitnehmen. Wo sind wir denn hier? Eieieiei. Der Hof scheint ja nicht so begeistert davon. Naja, hätte man sich auch denken können. Ach ja. Dann geht das Ganze wieder retour. Komm nicht mal wieder. Muss wiederkommen, Mensch. Mehr mitnehmen. Ach ja. Schon komische Dinge, die hier wieder abgehen. Verstehe das alles nicht. Weiß ich nicht, kann man irgendwelche Zusammenhänge finden? Irgendwie? Warum ist dem Oswin seine Simme dahinter gewesen? Ich verstehe das nicht.
nicht, dass der Oswin jetzt noch zum Fritzel wird. Oh, Fritzel hab ihn selig. Gott hab ihn selig. Dem Fritzel natürlich. Ach, das waren schon lustige Zeiten. Bist du noch damals, ey? Als wir auf dem Baumhaus waren. Dieses Baumhaus vom Ringele. Wer kennt das noch? Ah, das war schön. Das war legendär. Mit dem Gunther. Mit dem Gunther Faul. Wo er auf die Tauben geschossen hat mit seinen Ameisen. Ach ja. Das war noch Zeit. Oh, anschließend hat er den Deutz vom Fritzel noch den Hang runtergeschmissen. Ah, herrlich. Ach, was hat sich der Fritzel da aufgeregt? Was hat der sich da aufgeregt, Mensch? So. Zack und runter. So, stellen wir den mal hier hin. Lass mal erstmal stehen. So, mal gucken, was haben die beiden denn? Wenn er denn da ist? Der ist eben gerade hochgefahren, weil er hat irgendwas gesagt, Rotwild wäre unterwegs zu ihm oder so. Also der müsste jetzt gerade Richtung Landhandel unterwegs sein. Hallo. Dann sollte er ja da sein. Hallo, Job. Ah, na wie ist? Ja, oh, soweit gut. Du, Eduard. Ja? Ja. Ja. Die am Bauhof, die waren jetzt aber nicht so begeistert, dass ich das erste Auto da weggenommen habe. Echt? Ja. Wissen die davon noch nichts? Anscheinend ja nicht. Aber ich muss ja noch ein paar holen. Also. Ja. Wie viel sollst du denn abholen? Den ganzen Laden leer machen oder was? Nein. Das soll nicht. Das sollen 1, 2, 3. Ja, doch, 3 Fahrzeuge. War das hier mit den beiden? Warte mal, der eine. Nee, warte mal. Der Unimog und der Amarok. Das Waldstätten. Der gehört aber nicht dem Bauhof. Sondern? Den hatten wir mal benutzt, der kommt von der Stadt selber. Den hatten wir mal benutzt, um den Torion hochzufahren zum Oswin. Ah, okay. Aber der hier, ja, der ist vom Bauhof. Ja. Na gut, dann hätten wir ja schon mal 2. Da fehlt ja nur noch einer. Eben. Ja, ihr könnt natürlich auch den hier. Wie gut verstehst du dich mit dem Bauhof? Also, ich sag mal, bis vor 10 Minuten noch ganz gut. Okay. Dann lass uns schon mal beim Erik anrufen. Weil das Fahrzeug ist ja von der Stadt aus. Ja, genau, das ist von der Stadt. Ja, weißt du, was ich meine? Wo ich drauf hinaus will? So. Der steht nicht auf der Liste. Aber den ihrer vielleicht schon. Stimmt. Da holen wir den ihren weg. Und dann kriegen sie den wieder. Ja, richtig. Ey, das ist eine gute Idee. Das kann man natürlich machen. Ja, ne? Ey, so weit habe ich noch gar nicht gedacht, Mensch. Dann erzähle ich dem das mal. Ja. Alles klar. Gut, dann machen wir das so. Dann, ja gut, dann hast du hier 2 Fahrzeuge, die wir weggeben können auf jeden Fall. Genau. Und der Andi schicke ich gerade zum Kalk holen, für unsere Wiesen zu kalken. Oh, das ist auch gut, ja. Ja. Genau. Das ist super. Den Fendt soll ich nehmen, ja? Ja, den 942 hier vorne. Alles klar, dann mache ich mich auf den Weg zu Michael. Genau, guck mal an, ich sage Michael gerade Bescheid. Alles klar, dann mache ich mich auf den Weg. Alles klar, Andi. Bis später. Jo, ciao. Jo, mach gut. So, dann telefoniere ich mal kurz, Jupp. Sag mal 2 Minuten, ja? Ja. Mal gucken. Ah. Ja, gut, okay, ja. Das können wir natürlich machen, ne? Den hier weg. Nee, den da unten hin und dafür den anderen weg. Ja, genau so. Ja.
Für Robert. Da hat er sich hingestellt. Ja, gut. Okay. So. Dann stellen wir das Gedönsel mal wieder rein. Was ist jetzt aber? Mein lieber Scholli. Das hat jetzt keiner gesehen, okay? Ihr habt alle die Augen zu. Ich sag's euch. Ihr habt alle die Augen zu. Das hat keiner gesehen. Gut, den klappe ich erstmal wieder zusammen. Dann stellen wir den. Ich habe echt Angst, jetzt runter zum Bauhof zu fahren. Ich lasse das auch lieber. Gott. Oh, der Wendekreis wie ein Containerschiff hier. So, jetzt aber. Ja. Ganz toll. So. Lassen wir das erstmal so. Genau. Mal gucken, was ist denn hier eigentlich mit dieser Simme hier los? Was ist denn das hier? Was wird diese goldene Simme? Wem war denn nochmal die goldene Simme? Mensch, was muss denn da gemacht werden, du? Oh, mal einfach mal ein bisschen. Na, hallo, komm. So. Hier ein bisschen Schraub. So, einmal Zündkerze wechseln, so. Und eine neue geholt. Und zock. Und eingedreht. Dicker drauf. Brauchen wir mal einen Filter. Ja, den können wir auch noch tauschen. Zock, da haben wir alles hier. Da. Filterchen. Ja, das ist noch so gut. Das ist so. Gut, so ein bisschen. So. Oder mal. Mal eben hören. Ja. Ja, doch, das geht klar. Bremse ist auch noch in Ordnung, ja, soweit, ja. Linker funktioniert. Jawohl. Licht. Das Licht. Das funktioniert auch. Prima. Tachobeleuchtung? Ja. Klasse. So, super. Das ist so schön. Das ist doch. Warte mal. Ah, hier. Ach, da müssen wir. Ja, gut, dann. Ein bisschen Lockierfarbe. Grundierung. Schleifpapier. So. Und hier den Rahmen. Guck mal, hier ist ein bisschen Rostansatz. So. Ein bisschen abschleifen. So. Schön. Und nehmen wir die Dose Grundierung. Schön, noch so erstmal ein bisschen da drauf. Klasse. Schön. Gut, das muss ich jetzt erstmal trocknen. In der Zwischenzeit können wir uns erstmal einen Kaffee. Kaffee! Warum ist die Tür auf? Hallo? Ja, guten Tag. Keiner da. Man kann doch nicht die Tür hier hinten in der Werkstatt, kann doch nicht die Tür einfach auf sein. Mit der Tür gehst du zu. Aua. Ja. Kaffee. Schön. Kaffee.
Glorioli, Halleluja. Glorioli, Halleluja. Glorioli, Halleluja. Deito Martin King. So, und wieder zu. Moment mal. Mensch. So, mal gucken, wo die Jupp sich rumtreibt hier. Juhu. Oh, guck mal, da gibt es eine schöne Simme noch. Menschenskinder. Na, ich komme nicht aus der Tür raus. Wird die begriffen noch, oder? Ich kümmere mich später mal darum. Eduard! Ja, ich bin hier. Da stehen Rehe in unserem, in unserer Halle. Echt jetzt? Ja. Es ist okay. Da vorne auf jeden Fall, da ist gerade eins rumgesprungen. Ich werd verrückt. Ja, die laufen hier überall rum, wenn der Tor auf ist. Die kommen hier aus dem Wald rausgelaufen. Das ist Wahnsinn, oder? Ja. Ich sehe, du hast einen Kaffee. Würdest du mir auch einen holen gerade? Ach ja, sicher, mach ich. Ja. So, meine lieben Freunde, das war's aber auch schon wieder mit dieser Folge. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und schaut ganz gerne bei Freezy vorbei und beim Tino vorbei natürlich. Lasst ein Däumchen nach oben da und ein Abo, wenn ihr das möchtet. Und schaut auch ganz gerne hier bei allen anderen hier auf dem True Farming Kanal vorbei. Immer wieder geile Geschichten, geile Stories, geile Charaktere. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.